Welcome to the revolution. Welcome to Formula One. Und damit begrüße ich euch zu einem weiteren Rennen hier aus der F1 Racing League. Es ist der 4. Lauf und nicht der 15. Lauf der F1 Racing League. Wir sind heute in Sotschi in Russland und nicht wundern, ihr werdet es wahrscheinlich gestern im Fernsehen gesehen haben oder vorgestern, je nachdem wann ihr dieses Video hier guckt. Auf jeden Fall am letzten Wochenende, ich rede jetzt vom, welcher war das nochmal? Der 1.5., ja am 1.5. war der große Preis von Sotschi angesagt und ja, der neue Formel 1 Kalender besagt, dass Sotschi das 4. Rennen in der Saison ist und das ist natürlich hier in der F1 Racing League auch nicht anders. Und ja, wundert euch nicht, wir ziehen uns heute mal die Qualifying-Runde vom Monkey Faceplace rein, denn mein Elend wollen wir uns nicht angucken, denn ich habe hier wirklich im Qualifying wieder absolut keinen vom Hocker gerissen. In den Trainings lief es eigentlich immer ganz gut, hier im Qualifying überhaupt nicht, also die Runde war wirklich unterirdisch und die war es wirklich nicht wert, hier zu zeigen. Ich glaube, am Ende war es dann, ihr seht es ja gleich, lasst euch überraschen, auf jeden Fall nicht der beste Startplatz. Wir schauen uns die Runde von Monkey Faceplace an, die im Gegensatz zu meiner Runde ganz in Ordnung war. Sind jetzt hier schon im zweiten Sektor und die Runde sieht bisher ganz gut aus. Wir werden gleich sehen, wo die Uhr stehen bleibt für den Monkey Faceplace hier auf seiner gezeiteten Runde im Qualifying. Und jetzt hier noch durch die letzte Kurvenkombination exakt sauber durchfahren. Und dann bleibt die Uhr stehen bei einer 1:35.1 und das reicht in diesem Fall für die Pole Position. Super Platzierung vor dem Marco FCB, der auch eine recht gute Leistung abgeliefert hat. Und dem TS Understyle. Und wir sind auf Platz 4. Der Abstand zum Monkey Faceplace ist recht groß. Aber wir werden sehen, wie es jetzt hier im Rennen aussehen wird. Wir starten mit dem Monkey Faceplace von P1 in den großen Preis von Russland. 27 Runden haben wir vor uns. Auf geht's. Und wir sehen, Monkey Faceplace hat einen super Start, wird er überhaupt nicht attackiert. TS Understyle mit einem riesen Abstand zu Monkey Faceplace hat er direkt den Marco FCB überholt. Und wir sind auch direkt dran am TS Understyle. Wir werden jetzt hier in der allerersten Kurve vielleicht reinbremsen, innen vorbeiziehen oder auch nicht. Und ganz, ganz eng mit dem rechten Hinterreifen vom Understyle, der uns da fast berührt hat. Aber das hat an der Stelle noch gut geklappt. Ganz im Gegensatz zum Dangerman 74, der hier wieder, die Arschkarte gezogen hat am Start. Der wieder durch irgendwelche unglücklichen Umstände da in einen Dreher verwickelt wurde und ja, das bedeutet für den Dangerman Frontflügel ab und natürlich in der ersten Runde wieder in die Box kommen. Sehr ärgerlich, der hier auch sehr gute Aussichten hatte auf eine sehr gute Platzierung, muss man sagen. So ist das Leben, hart aber ungerecht. Sind Sie auf der Onboard-Kamera von uns hinter TS Understyle und Monkey Faceplace da vorne schon mit einem kleinen Vorsprung. Müssen schauen, dass wir am Understyle vorbeikommen, denn die Rennpace, die ist eigentlich ganz gut hier von mir gewesen, also in den Trainings. Und ja, ich habe eigentlich darauf spekuliert, dass ich hier nach Möglichkeit freie Fahrt habe und deswegen müssen wir hier versuchen, am Understyle vorbeizukommen. Vielleicht reicht es jetzt hier schon am Ende dieser langen Geraden hier mit einem flachen Flügel. Aber das hat an der Stelle noch nicht gereicht. TS Understyle konnte sich hier noch verteidigen, obwohl er hat sich überhaupt nicht verteidigt. Wir waren einfach nicht nah genug dran. Aber jetzt hier vielleicht im letzten Sektor reicht das an dieser Stelle. Uiuiui, ganz leicht hinten berührt. Aber das war alles noch in Ordnung. Wir kriegen richtig Druck von hinten. Vom McLaren Honda TSR Rockstar ist direkt dran und wird hier auf jeden Fall jede Möglichkeit nutzen, das Überholmanöver zu setzen gegen uns. Also müssen wir nach hinten und nach vorne schauen, um hier uns verteidigen zu können und auch attackieren zu können. Wir springen zum TSR Understyle hier in Runde 2 und wir sehen, wir saugen uns ran im Windschatten und ziehen am TSR Understyle hier am Ende der ersten langen Geraden in Runde 2. Ziehen wir am TS Understyle vorbei, der seinerseits jetzt hier aber auch seinen Konter setzt und in dieser langgezogenen Linkskurve, wo es schon oftmals gekracht hat, wie auch jetzt am 1.5. mit Sebastian Vettel, da zieht er wieder an uns vorbei und jetzt sind wir hier quasi nebeneinander, da bremst natürlich ein bisschen früh und ein bisschen großzügig, habe ich da die Kurve abgekürzt, damit es da nicht zur Kollision kommt und so geschieht es, dass TS Understyle jetzt wieder hier die Position vor uns gewinnt und wir sehen Monkey Faceplace
der freut sich natürlich wieder ein Loch in den Bauch, denn der profitiert von diesem ganzen Gekämpfe hier auf den Positionen 2 und 3. Und ja, jetzt hier sind wir wieder in der Angreiferposition hinter TS Interstate, sind wir schon in Runde 3, haben das DRS-Fenster, sind im DRS-Fenster, können das DRS aktivieren und vielleicht reicht es jetzt hier gleich schon für das Überholmanöver auf den TS Interstate. Bisher hat es noch nicht gereicht, so ein Kunststück wie er da in Runde 2 gemacht hat, ist uns hier jetzt gerade noch nicht gelungen. Ich meine, wir sind jetzt auch gerade erstmal in Runde 3, vielleicht reicht es jetzt hier in Runde 4. Wir fahren über die Linie, es ist jetzt die vierte Runde von 27 Runden und es sieht ganz gut aus. Wir sind im Windschatten, können uns ransaugen an TS Interstate, können das DRS einschalten, nehmen dann nochmal ein Schild mit 340 km/h, was jetzt wirklich nur noch zu Staub zerfallen sollte oder einfach in 1000 Teile zertrümmert wurde. Und ja, so reicht das dann hier in Runde 4 am Ende der DRS-Geraden, der Start- und Zielgeraden, den TS Interstate zu überholen, der seinerseits jetzt hier aber wieder dran ist und wir verbremsen uns dann gleich, kommen schlecht aus dieser Kurve hier im Mittelsektor, beziehungsweise ja, am Ende des ersten Sektors. Und wir sind wieder nebeneinander und bremsen jetzt hier in diese nächste Rechtskurve. Es könnte ganz eng werden. Es ist ganz eng. TS Interstate sticht herein und es passiert das, was nicht passieren sollte in einem Rennen der F1 Racing League. Es passiert die Höchststrafe und zwar kommt es zu Kollision und es kommt zu einem Dreher. Und wer ist der Durchgepeitschte? TS Interstate ist der Durchgepeitschte. Schlägt da mit seinem Sauber in die Wand ein und verliert da den Frontflügel. Ah, Mann, eine richtig ärgerliche Situation für den TS Interstate und für mich. Also ich habe mir das natürlich nicht gewünscht. Es war wirklich ein super Fight bis dahin. Aber wir haben nach dem Rennen auch darüber gesprochen und wir haben auch gesagt, das ist wirklich als Rennunfall abzustempeln. Er hat gesagt, er hätte nicht in diese, ja, in dieser Kurve reinstechen sollen. Es war ein bisschen optimistisch, da reinzustechen. Ich meinerseits hätte unter Umständen noch ein bisschen mehr Platz lassen können nach außen. Dann hätte ich aber natürlich die Kurve extended. Also es war auf jeden Fall eine sehr kritische Situation. Und ehrlich gesagt, die Berührung an sich, die war wirklich sehr gering. Also es war wirklich wieder nur eine super geringe Berührung. Es war der linke Hinterreifen von Interstate, der da meinen vorderen rechten Reifen berührt hat. Und es war wirklich eine minimale Berührung und die dann so ausgeartet ist. Und ja, das ist wieder typisch für dieses Spiel F1 2015. Die kleinste Berührung führt zum größtmöglichen, ja, Katastrophenausmaß. Und ja, das war an dieser Stelle des Rennens natürlich ja, absolut nicht schön, sag ich mal. Ich spreche gerade von absolut nicht schönen Dingen und da sehen wir, was mir passiert, und zwar kurz vor unserem regulären Boxenstopp bleiben wir an dieser, ja, an dieser unsichtbaren Wand, oder was heißt unsichtbare Wand? Die Wand ist natürlich sichtbar, aber es ist wirklich eine kritische Stelle im letzten Sektor, wenn man diese Rechtskurve durchfährt und dann da rauskommt und man denkt, man fährt an dieser Ecke dieser Wand vorbei, aber in Wirklichkeit fährt man nicht vorbei oder das Spiel denkt, man fährt dagegen. Also irgendwas ist da auf jeden Fall faul, denn es ist wirklich schon einigen Leuten passiert, dass sie an dieser Stelle vorbeigefahren sind und dann einfach mit dem Frontflügel da hängen geblieben sind, obwohl man der Meinung war, dass da noch massig Platz ist. Und ja, so habe ich mir an dieser Stelle des Rennens den Frontflügel abgehauen. Ich hatte mehr oder weniger Glück im Unglück, denn ich konnte direkt danach in die Box fahren. Wäre natürlich viel schlechter gewesen, wenn ich jetzt nochmal eine ganze Runde mit einem halben Frontflügel hier lang gefahren wäre. Das war an dieser Stelle wirklich Glück im Unglück, aber es ist natürlich nach wie vor nicht optimal, denn wir sind einfach zu früh an die Box gekommen und müssen jetzt demzufolge nach einen zusätzlichen Boxenstopp einlegen, was gegen Ende des Rennens nochmal richtig spannend werden könnte. Ich betone könnte. Wir werden das am Ende des Rennens noch sehen, wer da noch mitmischen wird um die Position 2, 3, 4. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr entscheidend sein und das wird am Ende dieses Videos nochmal richtig spannend werden. Ja, wir sehen hier, der Banana-Style auf richtig abgenudelten, ausgelutschten Reifen versucht sich hier nochmal zu verteidigen. Das hat nochmal richtig Zeit gekostet, vor allem hier im letzten Sektor, da wo es darauf ankommt, dass man mit guter Traktion hier auf diese lange Start- und Zielgerade fährt, um dann wirklich die Topspeed auszunutzen.
Das hat an der Stelle wirklich richtig Zeit gekostet und wir haben auch gesehen, das Verfolgerfeld ist wirklich noch richtig nah dran. Ich muss hier richtig aufpassen, dass ich nicht vom Drittplatzierten kassiert werde. Das müsste der, ist es der Freakshow? Ich weiß es nicht immer, wenn ich diese Videos hier aufnehme, dann sehe ich oben links dieses Bild des eigentlichen Videos nur in klein. Wenn ich dann später auf YouTube mir dieses Video angucke, dann sehe ich es erst in Wirklichkeit. Es müsste Freakshow gewesen sein. Wenn es nicht Freakshow ist, dann peitsche mich bitte nicht durch. Wir springen nochmal zum Monkey Faceplace, der hier auf Position 1 relativ einsam unterwegs ist, hat natürlich riesig davon profitiert, dass sich ja diese diversen Vorfälle da im direkten Verfolgerfeld abgespielt haben. Dreht hier mehr oder weniger einsam seine Runden und ist jetzt schon in Runde 11 von 27 mit einem recht komfortablen Vorsprung vor uns, Arctic Avenger 2. Und ja, das sieht hier nach einem recht kontrollierten Rennen von Monkey Faceplace aus, muss man sagen. Springen nochmal zu uns, sind in Runde 12 von 27 und wir sehen, was da passiert. Das gleiche, was eben passiert ist. Es ist wirklich nicht zu fassen. Ich hab's wirklich heute mit der Wand. Also an diesem Renntag habe ich es wirklich mit dieser komischen Stelle gehabt. Zum zweiten Mal jetzt schon den Frontflügel abgeschlagen. Und ich glaube, das war jetzt sogar die ausschlaggebende, der ausschlaggebende Boxenstopp dafür, dass ich einen zusätzlichen Boxenstopp machen musste. Denn normalerweise würde man hier zwei Stopps, man würde zwei Stopps fahren, glaube ich. Zwei Stopps würde mal fahren. Und ich bin in Runde 8, glaube ich, in Runde 8 oder 9 in die Box gekommen und jetzt in Runde 14 schon wieder in die Box gekommen. Und ihr seht es, wir sind richtig weit zurückgereicht worden. Hier auf Position 5 von 10 sind jetzt hier hinter Senna TDI Soft im Ferrari, der sich hier jetzt aber nicht mehr lange halten wird, denke ich mal, denn wir sind jetzt hier mit dem Fettgemisch im Windschatten, mit dem DRS und ja, Senna TDI Soft wechselt einmal die Linie, lässt uns da großzügig vorbei, verteidigt sich da nicht groß, ich meine, was will er großartig tun, ich denke mal, er ist auch wieder auf abgenudelten Reifen unterwegs. Auf jeden Fall dieser zusätzliche Crash mit der unsichtbaren oder sichtbaren Wand hat dazu geführt, dass der Frontflügel wieder ab war und so mussten wir wieder an die Box kommen. Wir sehen in Runde 16 von 27 ist Rockstar in die Box gekommen, fährt aus der Boxengasse in Runde 17 von 27, den wir jetzt so gerade eben noch überholt haben und das müsste jetzt auch der letzte Boxenstopp für Rockstar in diesem Rennen gewesen sein. Und für uns wird es nochmal richtig kritisch, wenn wir jetzt in 3 bis 4 Runden nochmal in die Box kommen werden, um uns die frischen, weichen Reifen zu holen, denn dann werden wir logischerweise nochmal richtig weit nach hinten durchgereicht und dann heißt es wirklich auf den letzten paar Runden nochmal richtig Vollgas geben, um die Kollegen Rockstar, Freakshow und Co. vielleicht noch einzuholen. Das wird nochmal richtig spannend auf den letzten paar Metern. Ich bin gespannt, wie es jetzt hier gleich aussehen wird. Wir sind jetzt gerade nochmal bei Monkey Faceplace, der immer noch auf P1 von 10 ist. Hat hier wirklich ein recht langweiliges Rennen. Fährt hier einfach einsam seine Kreise. Und müsste dem Monkey Faceplace jetzt noch nicht den größten Spaß bereitet haben, denke ich mal. Sind schon in Runde 18 von 27, sind nochmal auf der Onboard-Kamera von uns. Und wir sind momentan auf P3, Freakshow jetzt gerade an der Box gewesen zu seinem letzten Boxenstopp, der jetzt nochmal auf die, warte, ist er jetzt auf die Weichen gegangen oder auf die Harten, ich weiß gar nicht, also in der Theorie müsste das eigentlich reichen mit den weichen Reifen, ja, also er müsste glaube ich auf die weichen Reifen gegangen sein, wird am Ende auf jeden Fall nochmal kritisch für den Freakshow, aber im Groben und Ganzen ist die Strategie in Ordnung, kann man durchgehen lassen. Wird spannend zu sehen sein, wo wir jetzt gleich wirklich rauskommen mit unseren alten harten Reifen, wenn wir dann an die Box gekommen sind und uns dann nochmal die frischen Weichen geholt haben. Wir sind jetzt hier nochmal bei Monkey Faceplace, nicht wundern, es ist wirklich manchmal verwirrend, wenn man zwischen den beiden Lotus wechselt, weil Monkey Faceplace ja auch aufnimmt und mir dann Teile seines Videos schickt und ich die dann hier in das Video aufbaue und das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Wäre eigentlich besser, wenn es unterschiedliche Farben wären, dann könnte man es besser auseinanderhalten, aber so ist es jetzt nun mal. Wir sind nochmal beim Hunterstyle, der auf P7 von 10 ist, hat hier gerade den Ferrari überholt und für den Hunterstyle ist das Rennen mehr oder weniger gelaufen. Ich meine, was will er noch großartig machen, wenn du den Frontflügel abhast und dann so eine Dreiviertelrunde fahren musst, da verlierst du richtig Zeit, vor allem hier auf dieser Strecke und das war wirklich richtig ärgerlich, diese Kollision. Es war bis dato wirklich ein super Kampf. Und wir sehen, wir sind jetzt an die Box gekommen, holen uns jetzt hier nochmal die frischen weichen Reifen in Runde 20 von 27, sind jetzt in Runde 21 von 27, weil die Boxengasse die Start- und Ziellinie überquert. Und wir sind auf P4 von 10 zurückgereicht worden, müssen jetzt schauen, dass wir richtig Druck machen auf den Freakshow
um dann vielleicht gegen Ende des Rennens nochmal dran zu sein und hier die eine oder andere Position gut zu machen. TSR Rockstar momentan auf der 2, Monkey Faceblitz immer noch auf der 1, unverändert. Und ja, wir sind in Runde 25 von 27, wir sehen, wir haben uns richtig gut rangesaugt an den Freakshow, haben hier Runde für Runde Sekunden oder Zehntelchen abgeknabbert und sind jetzt in Schlagdistanz. Und wir verbremsen uns hier richtig krass am Ende dieser DRS-Geraden. Und ja, hier voreilige Überholmanöver sind hier wirklich nicht angesagt, denn wir sehen Freakshow, der ist hier noch richtig gut dabei, ist hier noch voll im Saft und der will natürlich seinen Podiumsplatz verteidigen. Wir haben jetzt hier nochmal eine Chance in Runde 26 von 27 hier nochmal auf der Gegengeraden in der zweiten DRS-Zone. Freakshow fährt links und wir saugen uns ran und wollen dann links rüberziehen und es ist ganz, ganz eng. Da werden wir fast zwischen der Wand und dem Wagen von Freakshow eingeklemmt und vielleicht reicht es jetzt hier. Wir verbremsen uns aber auch an dieser Stelle, unglaublich. Also die Reifen sind jetzt langsam auch schon ein bisschen am Leiden und wir sehen, Freakshow kann hier nochmal kontern, weil wir uns da verbremst haben. Also zu diesem Zeitpunkt des Rennens meine Nerven auch wirklich blank, muss ich sagen. Denn ja, solche intensiven Duelle, die sind wirklich in letzter Zeit eine Seltenheit geworden. Und das hat natürlich auch richtig Spaß gemacht und ich war natürlich am Schwitzen und am Zittern. Und deswegen jetzt hier auch die ja, richtig fehleranfälligen Kurven, sag ich mal. Und auch die aufregenden Szenen. Vielleicht jetzt hier mit dem DRS auf der Start- und Zielgeraden können wir den Freakshow hier nochmal überholen. Es sieht ganz gut aus, wir bremsen in die erste Kurve rein und da muss Freakshow beigeben, kann jetzt hier seinerseits vielleicht nochmal zum Konter ansetzen, werden wir jetzt gleich sehen. Also jetzt ist es die letzte Runde, die 27. von 27 Runden, es wird sich entscheiden zwischen P3 und P4, das steht fest, denn TSR Rockstar ist wirklich noch zu weit weg. Wir haben ihn wohl unten links auf der Karte, aber das wird wohl nicht mehr reichen in dieser einen Runde, obwohl die Reifen von Rockstar wirklich am Ende sind. Wir müssen schauen, dass wir jetzt hier vor Freakshow bleiben. Er wird seinerseits gleich nochmal in der DS-Zone einen Angriff setzen können. Wir müssen schauen, dass wir jetzt hier so weit wie möglich wegkommen im Mittelsektor. Das ist aber wirklich nicht so einfach. Vor allem mit diesen abgenudelten Reifen. Wir sehen, Monkey Faceblaze holt sich einen Rennsieg. Aber das ist erstmal nebensächlich, denn es geht hier um P3 oder P4. Und wir sind ein bisschen weggekommen von Freakshow. Wenn Freakshow jetzt hier nicht mit dem DRS sich ransaugen wird und uns hier kassieren wird, dann sieht es eigentlich ganz gut aus für uns. Aber wir sehen, der Toro Rosso von Freakshow, der kommt wirklich richtig nah, verdächtig nah und setzt uns hier nochmal gewaltig unter Druck im letzten Sektor dieser letzten Runde, 27 von 27 Runden. Wir sind in den letzten paar Kurvenkombinationen und schauen uns die ganze Sache hier jetzt nochmal an und wir kommen hier wirklich richtig schlecht raus, bleiben hier nochmal ein bisschen hängen an der unsichtbaren Wand und wir sehen, Freakshow setzt zum Überholmanöver an und es ist die letzte Kurve. Wer wird hier den dritten Platz für sich erobern? Und es ist Freakshow, der uns da auf den letzten paar Metern überholt. Unglaublich, diese, ja, dieses Finale hier, muss man sagen, denn ja, da haben wir gesehen, da hat es wirklich dran gelegen, nochmal an dieser Kackwand hängen geblieben, wirklich diese Stelle. Ich könnte in den Controller beißen, wenn ich mir das hier nochmal angucke. Also das war wirklich ausschlaggebend, das hat nochmal richtig Speed weggenommen. Aber wir nehmen es entspannt, ich meine, für wirklich solche Szenen und solche Zweikämpfe, ich meine, dafür spiele ich wirklich Formel 1, das macht wirklich richtig Spaß, wenn man sich mit Leuten auf der Strecke battlen kann und vor allem in den letzten paar Runden nochmal so heiße Duelle liefern kann. Das macht wirklich richtig Spaß, wenn man sich sowas anguckt und wenn man sowas wirklich erleben kann. Und ja, ich hoffe, ihr seht das auch so. Ihr seht die Platzierungen, Monkey Faceblitz holt sich den verdienten Rennsieg vor Rockstar, vor Freakshow, der auch einen verdienten dritten Platz erobert hat, vor uns. Und den Rest entnehmt ihr der Tabelle. Falls euch das Video gefallen haben sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich rechne mit euch beim nächsten Rennen in Spanien. Macht's gut und bis dann.